Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die KW11, also für die Kalenderwoche 11, für die Handelstage vom 12.03. bis 16.03.2018. Ich möchte in der Analyse hier wieder auf das Big Picture eingehen, also ich möchte mir hier für die kommende Woche wichtige Bereiche, wichtige Unterstützung, Widerstände anschauen. Ich möchte schauen, wo könnten Kerntendenzen eintreten an den Märkten und das zu den Märkten DAX, DAO, S&P, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, Gold und zu den Ölsorten Brent und WTI. Ganz wichtig, unten in der Videobeschreibung hier bei YouTube findet ihr diese entsprechenden Märkte mit den entsprechenden Zeiten dahinter. Und wenn ihr nicht eben dieses ganze Video schauen wollt, sondern euch nur bestimmte Märkte interessieren, dann könnt ihr hinter den Märkten auf die entsprechenden Uhrzeiten klicken und dann landet ihr im Video direkt bei dieser Analyse für den entsprechenden Markt. Ganz wichtig vorab, wie gewohnt, der Risikohinweis, ganz wichtig, all das, was ich hier sage, sollte nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern das sollte eben oder kann als Informationsquelle natürlich genutzt werden, was man ins Trading, in sein eigenes Trading implementieren kann, aber definitiv keine Handelsempfehlung. Ganz wichtig auch hier mit gehebelten Produkten, achtet darauf, dass ihr Stop setzt, achtet darauf, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Das sind auch wichtige Punkte, die eben für den Erfolg beim Trading extrem wichtig sind. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Broker, zum Trading, dann natürlich gerne auf der Website von jfdbrokers.com nachschauen. Da bekommt ihr noch diverse Informationen, wie gesagt, zum Broker, zum Trading und zu vielen Punkten mehr. Fangen wir an, hier natürlich auf den DAX zu schauen, aber ich möchte vorab erstmal kurz über die Fundamentals für die kommende Woche sprechen. Da haben wir zum einen den Verbraucherpreisindex am Dienstag. Wir haben am Mittwoch den harmonisierten Verbraucherpreisindex hier in Deutschland. Am Dienstag zuvor ist das aus den USA. Und wir haben hier auch am Freitag, den 16. März, hier um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex der Eurozone. Also wirklich nächste Woche, Woche des Verbraucherpreisindex in den verschiedenen Ländern in der Eurozone, in Deutschland und in Amerika. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der hier für die kommende Woche wichtig ist, wir haben jetzt am Sonntag, also morgen, heute ist es Samstag, morgen ist Sonntag, haben wir in den USA die Zeitumstellung. Da wird in den USA bereits aus der Winterzeit in die Sommerzeit umgestellt, also eine Stunde nach vorne. Wir haben das Ganze hier in Europa bzw. in Deutschland erst am 25.03., also in zwei Wochen, was da bedeutet. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die kommende Woche, dass alles, was aus den USA rüberschwappt an Wirtschaftszahlen, was zum Beispiel hier am Dienstag bedeutet, dass der Verbraucherpreisindex, der vergangenes Mal am 14. Februar rauskam und den Markt sehr, sehr stark bewegt hat, da um 14.30 Uhr rauskam, in der kommenden Woche um 13.30 Uhr rauskommt, weil natürlich in den USA schon eine Stunde Zeitverschiebung stattgefunden hat. Auch die US-Opening Bell, also die US-Markteröffnung, wird nicht um 15.30 Uhr stattfinden, sondern um 14.30 Uhr. Also da schon wichtige Punkte, die man beachten sollte, hier die Zeitumstellung in den USA, was einer der gravierendsten Punkte für die kommende Woche ist. Fangen wir mit der Analyse des DAXes an. Also wir haben hier im DAX, dazu öffne ich nochmal kurz mein Zeichenwerkzeug hier, um im Prinzip auf den DAX mal einzugehen. Also wir hatten in der vergangenen Woche ja hier der rote Strich in den Märkten immer der Anfangskurs im Prinzip oder grob die Eröffnung der vergangenen Woche. Also wir hatten in der vergangenen Woche wirklich einen verhältnismäßig starken DAX. Da sind wir auch über bestimmten Marken davon ausgegangen, dass sich der Markt hier entsprechend erholen kann. Ich hatte auch darüber gesprochen, dass der Bereich um die Marke 12.350 ein sehr, sehr wichtiger Widerstand ist. Und genau da sind wir eben dran gelaufen. Da haben wir uns jetzt auch eine etwas längere Zeit dran aufgehalten. Also dieser Widerstand hat sich hier bewahrheitet. Was für die kommende Woche eben bedeutet, dass natürlich die Marke von 12.350 sehr, sehr interessant ist. Zusätzlich kommt eben auch noch dieses Ausbruchsniveau hier im Bereich 12.270 bis 12.280, wo wir mit den Zahlen am Donnerstag dann wirklich rübergesprungen sind. Das ist auch noch für die kommende Woche hier sehr, sehr wichtig. Da zeichne ich mal ein. Also der Bereich um die Marke 12.280, das ist für die kommende Woche sehr, sehr wichtig. Und ich zeichne jetzt mal meine Herangehensweise oder meine Denkweise für die kommende Woche ein. Also alles über den Bereich 12.280 ist erstmal nach wie vor, wenn wir zum Beispiel hier nochmal zurücklaufen, in diesem Bereich ist hier nach wie vor definitiv erstmal, wenn auch mit ein bisschen Vorsicht, von der Aufwärtsseite zu betrachten. Warum die Vorsicht? Ich habe das in den vergangenen Wochen immer wieder angesprochen und es ist auch wirklich dann immer wieder eingetreten, auch schon hier vorne, da sieht man hier in der Chartdarstellung jetzt nicht, aber der Bereich um die Marke zwischen 350 und 500. Das hat sich in der Vergangenheit sehr, sehr oft als Seitwärtszone dargestellt. Somit ist es hier auch wahrscheinlich, dass wir weiterhin, wenn wir jetzt über diesen 350er Bereich nächste Woche nochmal kommen sollten,
Das ist hier natürlich in dem Bereich 350 bis 500 auch in der kommenden Woche hier zu Seitwärtstendenzen kommen kann. Da schauen wir gleich nochmal auf die andere Darstellung des DAX, ist aber ganz wichtig. Wir haben natürlich hier erstmal nach wie vor eine Aufwärtstendenz, auch bedingt durch die vergangene Handelswoche. Aber wir haben in dieser Seitwärtszone wirklich diverse Widerstände, wo der Markt immer wieder abprallen kann, wo der immer wieder dann erstmal nur kleine Schritte in den nächsten Widerstand macht. Also es ist hier durchaus denkbar, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr oft hin und her rutschen. In der Vergangenheit hat sich das dann so wieder gespielt, dass ein Tag aufwärts ging, der nächste Tag abwärts, der nächste Tag aufwärts, der nächste Tag abwärts. Das kann durchaus auch wieder stattfinden. Somit generell aktuell Schlusskurs im Bereich knapp über 12.350. Vorsichtig, immer noch erstmal leichte Aufwärtstendenz, was aber auch dazu führen kann, dass wir immer mal wieder etwas stärker an entsprechenden Widerständen nach unten abprallen. Sollten wir über den 12.500er Bereich hier rutschen, also sollte der Markt hier wirklich, nachdem er vielleicht hier erstmal ein bisschen hin und her gegangen ist, dann hier nach oben ausbrechen, über den 12.500er Bereich, dann haben wir hier diverse nächste Widerstände im Bereich 600 knapp darunter, beziehungsweise dann auch über dem 600er Bereich, wo es durchaus denkbar ist, dass der Markt dann auch in der kommenden Woche dorthin läuft. Denn über 12.500 wird erstmal die Aufwärtsseite wieder etwas interessanter. Wir haben allerdings hier noch aus den vergangenen Wochen zwei Punkte, zwei Hochpunkte, die wir überschreiten müssen. Sollte der Markt das schaffen, dann wird die Aufwärtsseite erstmal wieder etwas interessanter und wirklich auch gegebenenfalls für Swing Trades interessant, wo man dann sagen kann, okay, wir haben hier natürlich auch wieder diverse Widerstände, bedingt aus der Vergangenheit. Da werden wir vielleicht in der nächsten Trading-Wochenanalyse dann nochmal drauf eingehen oder dann auch entsprechend in den Tagen in meinen Livestreams, das DAX Long oder Short, auch US Opening Bell am Nachmittag, wo hier dann noch wichtige Widerstände kommen oder wie auch dann die Tagestendenzen aussehen können. Aber prinzipiell erstmal leichte Aufwärtstendenz über 12.280, zwischen 12.350 und 500 erstmal etwas vorsichtig. Hier kann man die Aufwärts- und Abwärtsseite spielen mit zum Beispiel Seitwärts-Range-Strategien. Und dann über 12.500 erstmal vorsichtig wieder die Long-Seite eingehen. Sollten wir allerdings unter 12.280 rutschen, dann müssen wir nochmal schauen. Ich würde hier nicht sofort mit dem Vorschlag einmal rangehen und die Abwärtsseite handeln, weil hier kommen auch nochmal zwei, drei wichtige Unterstützungsmarken. Aber wenn wir hier drunter gehen, dann wird erstmal die Abwärtsseite wieder etwas interessanter, wirklich, wo man dann auch auf die Short-Seite setzen kann. Und der Markt hat Potenzial, hier definitiv erneut in den 12.000er Bereich zu rutschen. Für den DAX ist es auch wichtig, wir haben kommenden Freitag den Hexensabbat, also den Verfall der DAX-Futures und der DAX-Optionen, was auch nochmal dazu führen kann, dass hier der Markt etwas stärker auf der einen oder anderen Seite pusht, was eben auch dazu führen kann, dass wir hier nach unten wegrutschen. Wie gesagt, die ganzen Verbraucherpreisindizes, die hier eben auch dazu führen können, dass wir ein bisschen Bewegung auf der einen oder anderen Seite bekommen. Somit ist das jetzt hier erstmal die grobe Analyse für den DAX. Ja, alles unter 12.280 Vorsicht Abwärtsseite, darüber erstmal leichter Aufwärtstendenz mit Seitwärtstendenz hier in diesem Bereich und dann die Aufwärtsseite hier über 12.500. Das zum DAX. Kommen wir zu den US-Märkten und die sollte man sich natürlich auch anschauen, beziehungsweise diejenigen, die jetzt hier auf den Dow Jones erstmal springen und sich nur die Dow Jones-Analyse anhören, sollten vielleicht vorsichtig mal kurz auch nochmal die DAX-Analyse sich anhören oder dann auch die folgende S&P-Analyse, denn hier sind ein paar wichtige Punkte zu beachten. Zum einen der wichtigste Punkt für die kommende Woche, wir haben natürlich hier in der vergangenen Woche auch im Dow Jones die Aufwärtsseite erstmal von der Kerntendenz gehabt, Anfang der Woche mal kurz hier so ein bisschen Rutsch auf der Abwärtsseite, wo man auch die Abwärtsseite handeln konnte mit dem Break hier diverser Unterstützungen, aber generell hier gerade zum Ende der Woche, gerade auch Freitag, wirklich die enorme Stärke auf der Aufwärtsseite im Dow Jones. Was allerdings dazu geführt hat, wenn man sich hier den Future anguckt und eben diese Nachtsession ausblendet, dann weiß man oder dann sieht man, dass hier im Dow Jones ein relativ großes Gap entstanden ist auf der Aufwärtsseite. Also der Schlusskurs vom Donnerstag zum Eröffnungskurs 15.30 Uhr am Freitag hat zu einer relativ großen Lücke geführt, die nicht geschlossen wurde, weil eben am Freitag mit den Non-Farm Payrolls, die im 14.30 stattfanden, der Dow Jones eben nach oben sprang, dazu führte, dass dieses Gap entstand und dann gleich ab 15.30 Uhr der Markt nicht mehr nennenswert nach unten kam, sondern gleich relativ sauber weiter nach oben gestiegen ist. Was da jetzt bedeutet, dass der Schlusskurs vom Donnerstag, also der Bereich um die Marke 24.900, ein sehr
sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Auch nochmal die Hochs hier aus der vergangenen Woche im Bereich 25.000, die sind auch nochmal wichtig, aber es ist durchaus denkbar und das sehe ich auch wirklich als realistisch an, dass der Markt hier auf jeden Fall nochmal in den Bereich 25.000 zurückrutscht, beziehungsweise wenigstens in dieses Gap, was sich hier eröffnet hat, eben irgendwo schließen kann. Was da bedeutet, alles über 24.900 sehe ich erstmal übergeordnet, vom übergeordneten Bild weiterhin von der Aufwärtsseite. Wir können hier relativ stark eben auch am Montag erstmal weiter nach oben pushen. Da haben wir noch Luft. Wir haben hier eben an den entsprechenden Unterstützungen Luft nach oben zu steigen und auch über dem 24.900er Bereich immer noch wieder Potenzial, dass die Aufwärtsseite hier interessant wird. Erst unter diesem Bereich, und da können wir dann auch in den täglichen Analysen immer noch mal drauf schauen, unter 24.900 wird es dann erstmal so ein bisschen mit großer Vorsicht dann wieder die Abwärtsseite. Ich würde auch hier, wie es gerade in der DAX-Analyse gesagt habe, nicht sofort mit dem Vorschlaghammer die Abwärtsseite handeln, aber hier wird das charttechnische Bild dann wieder etwas unsauberer für die Long-Seite, spricht schon wieder leicht für die Abwärtsseite, und wenn wir hier entsprechende Unterstützung nach unten durchstoßen, ja, dann ist erstmal vorsichtig die Abwärtsseite wieder interessant, beziehungsweise natürlich umso tiefer wir fallen, dann wird auch die Abwärtsseite immer wahrscheinlicher, und spätestens wenn wir hier unter dieses Tief rutschen, was im Bereich 24.400 ist, dann kann es hier relativ zügig in Richtung der Tiefs hier im Bereich 24.100 in etwa gehen. Ja. Also das eben die grobe Analyse für den Dow Jones. Wie gesagt, dieses Gap hier steht im Raum, da sollte man drauf achten, und vor allem sollte man darauf achten, was ich gleich sage, denn wir schauen uns jetzt den S&P an und hier sind auch nochmal wichtige Punkte. Also man sollte wirklich in der kommenden Woche nicht nur einen Markt betrachten, sondern man sollte sich den S&P, den Dow Jones und den DAX immer irgendwo im Kontext zusammen anschauen, weil alle Märkte irgendwo an wichtigen Bereichen sind und es auch dazu kommt, dass eben entsprechend die Märkte auch miteinander so ein bisschen agieren, und wir sehen hier den S&P, wir sehen den S&P auf dem 4-Stunden-Chart. Wir sehen ebenfalls hier, dass der Markt über die Woche prinzipiell long tendierend war. Anfang der Woche hier eben auch zwischenzeitlich nochmal diese kleine Abwärtsbewegung hatten, aber im Verhältnis zum Dow Jones der S&P sehr, sehr stark ist. Wir achten mal auf dieses Hoch. Ich switche nochmal kurz auf den Dow Jones zurück. Da haben wir dieses Hoch noch viel, viel weiter weg. Da hat der Dow Jones natürlich noch Potenzial, locker Potenzial hinzulaufen. Der S&P ist schon an diesem Hoch. Was natürlich hier auch dazu führen kann, dass vielleicht der S&P hier über diesen Hochs die Stops dann nochmal rausholt, weil die sind natürlich immer magnetischer Natur, ja, dass der S&P wirklich hier nochmal vielleicht direkt am Montag, vielleicht sogar in der Nachtsession der asiatischen Märkte, also wenn wir hier um 8 früh morgens an den Rechner kommen am Montag, dass dann durchaus es möglich ist, dass dann die S&Ps, also die Index Futures in den USA durchaus schon im Prinzip so stark sind, dass wir hier den Eröffnungskurs bzw. der S&P dann schon hier über diesem Widerstand ist, was aber dazu führen kann, dass der Markt hier natürlich erstmal drüber schaut, aber dann, weil der S&P hat genauso ein Gap gemacht, wie es im Dow Jones gerade beschrieben habe, dass eben der S&P hier nochmal kurz drüber lugt und dann hier auch erstmal die Abwärtsseite aufnimmt und in Richtung dieses Gap Close geht, was dann ebenfalls hier im Bereich 2740 in etwa ist. Ja, also dass wir hier dann auch in diesem Bereich zurückkommen können. Somit ist hier auch im S&P alles, was über dem Bereich in etwa 2740 bis 2735. Das ist so die der Kernbereich, der für mich erstmal übergeordnet für die Aufwärtsseite interessant ist, sodass wir hier zum einen, weil der Weg ist relativ lang, auch im Dow Jones die Bewegung vom Freitag, die war relativ stark, dass wir hier natürlich dann auch antizyklisch auf der Abwärtsseite Montag, Dienstag vielleicht unterwegs sein können. Da muss man allerdings, wie gesagt, vorsichtig sein, gegebenenfalls ein bisschen abwarten, weil man sollte hier eben nicht die Vorschlaghammer-Methode rausholen und dann an entsprechenden Unterstützungen, an Kernunterstützung natürlich auch jeweils die Reaktion nach oben denkbar ist. Spätestens hier unten würde ich mir schon die Long-Seite dann auch nochmal überlegen, aber prinzipiell kann man natürlich hier erstmal in Richtung Gap Close handeln. Das wäre eben auch von meiner Seite irgendwo so eine Idee, wobei diese Bewegung nicht in einem Zuge, wie sie am Freitag nach oben stattgefunden hat, nicht zwingend in einem Zuge nach unten stattfinden muss, sondern natürlich, da wir generell in der vergangenen Woche aufwärts sind und wenn wir generell davon ausgehen, dass eben die Indizes auch weiterhin aufwärts tendierend sind, dann kann es natürlich sein, dass die Abwärtsbewegung nicht so schnell geht, sondern immer erst an entsprechende Unterstützungen wieder reagiert, dann machen wir wieder ein bisschen neueres Tief, wieder reagiert, dann wieder neueres Tief. Also man sollte hier auf der Abwärtsseite
maximal hier oben vielleicht mit auf kleineren Zeitebenen vielleicht Breakouts auf der Abwärtsseite handeln. Ansonsten, wenn wir hier schon so ein bisschen nach unten uns eben korrigiert haben, dann würde ich hier keine Breakouts mehr handeln, sondern wenn, dann nach kleineren Erholungen die Abwärtsseite eingehen, beziehungsweise wer eben nicht antizyklisch handeln möchte, der sollte dann erstmal abwarten, ob der Markt hier oder dass der Markt gegebenenfalls ein bisschen Schwäche zeigt. Sollten wir uns dann vielleicht am Montag wirklich schon hier relativ stark etablieren können, wovon ich erstmal nicht ausgehe, weil wir haben hier in diesem Bereich doch nochmal den einen oder anderen Widerstand. Also wie gesagt, es kann natürlich erstmal leicht nach oben gehen, aber hier kommen so ein paar Widerstände. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir so eine Bewegung wie vom Freitag jetzt hier direkt dranhängen. Ja, somit hier diese Bewegung erstmal prinzipiell denkbar. Sollten wir unter dem Bereich 2730 dann rutschen, dann ist natürlich hier erstmal die Abwärtsseite dann auch wieder etwas interessanter, wobei man hier wie im Dow Jones auch nicht sofort mit dem Vorschlaghammer raufhauen sollte, weil hier kommen noch diverse Unterstützungen, wobei ich hier dann eben auch vorsichtig bin, sofort die Long-Seite zu handeln, sondern lieber erstmal abwarten, auf untergeordneten Zeiteinheiten schauen, ob sich eben an entsprechenden Widerständen oder Unterstützungen dann eben hier vielleicht die Abwärtsseite anbietet, weil gegebenenfalls das Potenzial durchaus wieder in diesen Unterstützungsbereich hier knapp unter der 2700er Marke anbietet. Auch hier wichtig, dass eben gerade eben der Verfall der Futures hier in Deutschland, dass eben auch der dreifache Hexensabbat, also der Hexensabbat am Freitag hier eben zu stärkeren Bewegungen führen kann. Man müsste jetzt hier mal aufs Open Interest gucken, welcher Bereich hier interessant ist. Das können wir vielleicht Anfang der Woche nochmal machen, um hier eventuell dann die Abwärtsseite erstmal einzugehen, beziehungsweise oberhalb von 2740 dann entsprechend an Unterstützung auch über Käufe nachdenken. Und sollten wir hier runterrutschen, dann erstmal vorsichtig die Abwärtsseite in diesen Unterstützungsbereich knapp unter 2700. Okay, das zum S&P. Schauen wir auf die Währungen. Jetzt wird es eigentlich so ein bisschen unsauberer. Wir haben den Euro-US-Dollar, den britischen Pfund und das Gold und auch die Öle. Alle Märkte waren, und das habe ich nicht nur, das sage ich nicht nur jetzt, sondern das habe ich in den vergangenen Wochen auch schon immer gesagt, wir sind gerade im Euro-US-Dollar aktuell sehr, sehr unsauber unterwegs. Wenn wir uns diese Bewegung hier, Moment, meine Maus ist gerade weg, wenn wir uns diese Bewegung hier anschauen, das ist im Prinzip seit Ende letzten Jahres, beziehungsweise seit Anfang diesen Jahres, sind wir in einer sehr, sehr volatilen. Klar, es ist eine sehr, sehr große Bewegung. Aus dem Bereich 1,22 bis in den Bereich 1,25 haben wir eine sehr, sehr volatile, sehr, sehr große Seitwärtsrange. Was da bedeutet, dass eben die eine Woche abwärts geht, die nächste Woche geht wieder aufwärts und die vergangene Woche hier war sehr, sehr nichtssagend. Wir haben den Eröffnungskurs in dem Bereich gehabt, sind immer kurz nach unten gegangen, sind nach oben gegangen, sind wieder zurückgekommen. Also wirklich trendfolgend sehr, sehr schwierig. Das hatte ich mit diesem Seitwärtskanal hier im Prinzip auch schon angedeutet. Ich hatte gesagt, okay, passt auf, in diesem Kanal hier die Handlungen nicht zu aggressiv wählen, idealerweise vielleicht manchmal gar nicht wählen, wer sich da unsicher ist. Wenn der Bruch nach oben kommt, dann ist erstmal die Aufwärtsseite mit dem Break dieses Kanals interessant. Dann hatten wir hier im Daytrading dann schon gesagt, okay, wir kommen hier oben an Widerstände, hatten hier diverse Abwärts-Setups formuliert. Dann ging das auch relativ gut hier mit der Abwärtsseite. Ich hatte dann am Freitag hier nochmal ein kleines Abwärts-Setup auf dem 5-Minuten-Chart formuliert, wo ich exakt den Hochpunkt getroffen habe. Der Markt dann nochmal 30 Pips nach unten kam zum Schluss am Freitagabend. Aber das sind eben, wenn dann nur auf kleineren Zeitebenen Trades, die eben übergeordnet, auch gerade im Swing-Trading-Bereich, da wird es wirklich uninteressant. Auch für die kommende Woche ist es im Euro-US-Dollar erstmal wieder mit Vorsicht zu genießen. Wir haben nach wie vor diesen Kanal. Zeichne ich nochmal hier eben ein, wo sich der Markt gegebenenfalls nach wie vor erstmal drin seitwärts tendieren zeigen könnte. Und wie in der vergangenen Woche sollte eben der Bruch nach unten bzw. der Bruch nach oben hier zu der einen oder anderen Tendenz führen. Aktuell bin ich nach wie vor so ein bisschen mehr geneigt, vielleicht die Abwärtsseite zu handeln. Hier wieder in den Bereich 1,22. Vielleicht schaffen wir den Break nach unten. Das haben wir in der vergangenen Woche ja auch des Öfteren angesprochen. Wir haben jetzt hier im Prinzip mit dem Tief hier und mit dem Tief der vorletzten Woche im Prinzip wirklich einen interessanten Unterstützungsbereich. Und wenn wir hier durchrutschen, das sieht man eben mit dieser starken Bewegung in dem Bereich. Und wenn man hier in der Vergangenheit guckt, da kommt auch nicht so viel Unterstützung, dann ist es durchaus denkbar, dass wir hier mit ein bisschen Schmackes nach unten laufen. Das muss nicht zwingend in der kommenden Woche passieren, aber prinzipiell bin ich erstmal etwas mehr von der Abwärtsseite überzeugt. Das zeigte dann auch in diesem Range-Bereich der Trade hier am Freitag mit dem Gedanken, dass wir hier vielleicht nach unten durchbrechen. Ich bin zwar aus diesem Trade erstmal wieder raus, ist,
aber bin hier gegebenenfalls auch gewillt, dann am Montag oder Dienstag vorsichtig, wirklich vorsichtig, teilweise mit kleineren Positionsgrößen, gegebenenfalls hier die Abwärtsseite dann nochmal anzunehmen, mit dem Gedanken, dass wir aus der Range nach unten ausbrechen, dass wir dann in Richtung 1,22 erstmal rutschen. Hier können wir natürlich auch erstmal wieder reagieren in den nächsten Widerstandsbereich, was der 22,60er Bereich in etwa ist, um dann hier gegebenenfalls auch nochmal den Trade einzugehen auf der Abwärtsseite, um dann wie gesagt mit den Zielen hier etwas übergeordnet, definitiv realistisch die Abwärtsseite in Richtung 1,2050 hier etwas längerfristig gesehen aufnehmen könnten. Die Aufwärtsseite wird erst wieder mit dem Bruch dieser Range nach oben interessant, also sollten wir hier diesen Seitwärtskanal nach oben verlassen, dann wird es interessant, wobei wir hier auch bedingt durch die vergangene Woche, auch bedingt hier aus dem Januar, dann wirklich in viele Widerstandsbereiche kommen, wo eben der saubere Lauf nach oben hier wirklich eben mit Vorsicht zu genießen ist. Wir haben hier diesen Tiefbereich, wo wir dann den Break nach unten gehandelt haben im Euro-US-Dollar in der vergangenen Woche. Das ist der Bereich um die Marke knapp unter 1,24, wo der Markt etwas stärker reagieren könnte. Dann kommt eben der nächste Bereich, das sind die Vorwochenhochs, das ist der Bereich um die Marke 1,2440 bis 50. Ja, und ihr merkt, hier 1,24, 1,2450, das sind nicht so große Schritte. Das sind dann gerade mal 40, 50 Pips, die eben meistens im Maximum in einer Bewegung laufen. Und 40, 50 Pips sind natürlich auch, wenn man die schafft, eben irgendwo mitzunehmen, das sind natürlich auch Gewinne. Aber man hat es durchaus schwierig, in solch Seitwärtszonen wirklich schöne, große Trades mitzunehmen. Somit ist hier die Aufwärtsseite nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Der Bruch nach unten vielleicht ein bisschen vorteilhafter, aber trotzdem, alles in allem, sollte man im Euro-US-Dollar nach wie vor nicht mit Vollgas unterwegs sein, sondern lieber ein bisschen vorsichtiger, kleine Positionsgrößen, auch defensivere Setups lieber handeln. Und wer sich generell unwohl fühlt in solch Bewegungen, ist es vielleicht besser, wenn man komplett das Trading erstmal im Euro-US-Dollar sein lässt, vielleicht auf untergeordneten Zeitebenen ein bisschen tradet, aber generell vielleicht hier erstmal die Finger davon lässt. Etwas sauberer, aber wenn auch nicht gravierend sauberer, stellt sich hier der britische Pfund dar. Wir haben hier schon irgendwo so eine leichte Abwärtstendenz, wobei natürlich die Gegenbewegungen auch immer sehr, sehr stark waren. Auch hier in der Vorwoche der Markt eigentlich in das Maximumniveau hier irgendwo reagiert hat. Also wir hatten hier gesagt, dass wirklich der Bereich, Moment, ich zeichne das mal ein, dass hier der Bereich um die Marke 1,39 wirklich generell als Maximumbereich, als Widerstand gelten sollte für die Abwärtsseite. Der Markt hat entsprechend an den Widerständen immer wieder reagiert. Ja. Aber so richtig, eine richtig schöne Bewegung ist auch hier nicht eingetreten. Ja. Also der Gedanke, dass der Markt sich wirklich eventuell gleich mit dem Start der Woche hier auf der Abwärtsseite ein bisschen sauberer präsentiert, der hat sich einfach nicht gezeigt. Somit auch hier erstmal mit ein bisschen Vorsicht, wobei die Abwärtsseite charttechnisch noch etwas sauberer hier sich im britischen Pfund darstellt. Mit dem Break hier über der 39er Marke wird es dann erneut unsauber. Der 1,40er Bereich ist auch hier, das hatten wir auch in den vergangenen Wochen immer schon mal markiert, der 1,40er Bereich ist der nächste markante Widerstand. Also ich würde alles über 1,39 bis 1,40 erstmal sein lassen im britischen Pfund. Sollten wir dann über diesen 1,40er Bereich rüberkommen, Moment, das mache ich mal blau. Also sollten wir hier, das ist so dieser 1,40er Bereich, dieser graue Bereich bis hier bis zu diesem 1,40er Widerstand. Also alles, was hier bis in diesen Bereich hochgeht, da ist es einfach auch die Gefahr, dass wir uns dann hier in diesem Bereich wirklich wieder seitwärts tendierend bewegen, ist einfach da. Somit sollte man in diesem Bereich ein bisschen vorsichtiger sein. Alles darunter, wie vergangene Woche, vorsichtig, aber denkbar an den entsprechenden Widerständen vielleicht die Abwärtsseite anzunehmen. Also wir gehen runter, Moment, nehmen wir mal die Pfeile. Wir gehen vielleicht hier erstmal ein bisschen runter, testen dann wieder Widerstände, dann kann man immer wieder die Abwärtsseite einnehmen. Ja, kommen runter, testen hier den Widerstand, können die Abwärtsseite annehmen, denn hier auch hier ist der 1,36er Bereich auf der Abwärtsseite durchaus realistisch erreichbar. Das hatten wir aber auch in der vergangenen Woche schon. Wir haben immer wieder die Reaktionen an den Widerständen gesehen. So würde ich es auch erst in der kommenden Woche hier annehmen. Wobei idealerweise sollten wir relativ zügig runtergehen. Unter 1,39 kann man es natürlich immer noch mal versuchen. Wie gesagt, ab 1,39 bis 1,40 dann vorsichtig. Und sollten wir auch hier Stärke kriegen, dann ist es natürlich auch denkbar, dass wir hier vorsichtig in die nächsten Widerstände laufen können. Wobei es auch hier dann wirklich extremst unsauber wird. Ja, wir haben hier zwar noch irgendwo, das kann ich mal dick einzeichnen, wir haben hier irgendwo so ein bisschen eine Abwärtstendenz drin in dem Markt. Das ist nicht ganz so
unsauber, seitwärts wie im Euro-US-Dollar. Nichtsdestotrotz haben wir eben hier diese Reaktionen im Markt. Also wir haben im Prinzip immer abwärts, die komplette Abwärtsbewegung fast wieder aufgeholt, dann wieder so ein bisschen abwärts, wenn man mal ein bisschen runter geht, dann sind wir da auch sehr, sehr stark wieder zurückgelaufen. Dann die nächste Abwärtsbewegung. Jetzt diese aktuelle Bewegung, wie wir sie aktuell gesehen haben, die ist eigentlich charttechnisch noch okay. Ja, wir sollten jetzt aber wirklich eben nicht mehr über den Bereich kommen, weil auch dann ist eben diese letzte Abwärtsbewegung, wird dann gegebenenfalls auch erstmal relativ stark wieder eben zurückerobert, bevor es dann vielleicht nächste Woche wieder abwärts geht. Somit sollte jetzt idealerweise der Markt unter dem genannten Bereich bleiben, also unter dem 39er Bereich, um jetzt hier dann die nächste Abwärtswelle in Richtung 1,36 gegebenenfalls aufzunehmen. Das ist das übergeordnete Bild, generell die Abwärtsseite und die kleineren Setups, wie ich sie im britischen Pfund gegebenenfalls dann handeln würde, habe ich ja hier erwähnt. Gold konnte sich wie die Währungen auch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nicht tendenziell vernünftig entwickeln. Also wir hatten hier prinzipiell aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Also keine richtige Tendenz. Es ging eine Woche hoch, eine Woche runter, eine Woche hoch, eine Woche runter. Also es war wirklich prinzipiell sehr, sehr schwierig im Gold zu handeln, was dazu geführt hat, dass ich auch im Gold etwas vorsichtiger mit dem Handeln geworden bin. Aber versuchen wir mal, das aktuelle Bild hier etwas aufzudröseln. Also wir hatten in der vergangenen Woche erstmal kurz den Test der 1320er Marke, sind von dort aus wieder in den 1335er Bereich hochgestiegen, in den 1340er Bereich hier unser Wochenhoch gefunden, um dann wieder zurück in den 20er Bereich zu fallen, knapp drunter, wieder drüber, um hier in dem 1323er Bereich den Schlusskurs zu finden. Also eine sehr, sehr nichtssagende Woche. Wir haben am Ende knapp unter dem Wocheneröffnungskurs hier geschlossen, also wirklich eine sehr, sehr seitwärts gerichtete Woche, was da eben jetzt aber dazu geführt hat, dass wir oben, das zeichne ich nochmal ein, erstmal prinzipiell ein Doppeltop mehr oder weniger gebildet haben. Das ist der Bereich und der Bereich, was erstmal dazu führt, dass ich übergeordnet der Meinung bin, dass eben alles, was über diesen beiden Hochs ist, übergeordnet auf jeden Fall erstmal wieder für die Aufwärtsseite sprechen sollte. Allerdings ist das natürlich relativ weit weg vom Schluss. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich wirklich ganz knallhart alles, was unter diesem Bereich ist, hier weiterhin von der Short-Seite aus sehe, sondern ich würde prinzipiell sagen, von meiner Meinung oder von meiner Sichtweise her, dass alles, was unter dem 1330er Bereich ist, das ist diese gelbe Linie hier, ich zeichne das mal ein, erstmal prinzipiell weiterhin leicht den Vorteil auf der Abwärtsseite haben sollte, was da bedeutet, dass eben leichte Anstiege an entsprechende Widerstände definitiv dann für die Abwärtsseite interessant ist. Allerdings mache ich das mal wieder hellrot. Alles hier auch mit Halbgas. Also ich persönlich würde jetzt hier nicht mit der vollen Positionsgröße reingehen, auch nicht aggressiv handeln, weil es natürlich relativ schnell denkbar ist, dass wir weiter dieses Hin und Her haben, der Markt eben nicht entsprechend hier vernünftige Abwärtsbewegungen zeigt und wir benötigen ja nicht nur diese kleinen Bewegungen an die nächsten Widerstände ran, sondern wir wollen ja eigentlich etwas größere Abwärtsbewegungen sehen. Was jetzt hier auch in der kommenden Woche natürlich passieren kann, ohne Frage. Ich bin hier auch wirklich erstmal unterhalb von 13,30 weiterhin Short eingestellt. Aber erstmal vorsichtig. Viel, viel interessanter würde ich es finden, wenn der Markt, nehmen wir mal weiterhin lila, wenn wir relativ zügig eigentlich unter den 20er Bereich erstmal rutschen. Ja, von mir aus auch, dass er erstmal hier hochläuft und dann runterkommt. Aber alles unter 13,20 würde ich gegebenenfalls etwas aggressiver sehen. Idealerweise sogar noch der Rutsch unter die 13,60er Marke, unter diesen Widerstand, um dann gegebenenfalls, und da sollten wir idealerweise etwas schneller runterrutschen, dann hier die Abwärtsseite zu handeln, weil dann kommt nicht mehr ganz so viel Unterstützung hier bis in den Bereich 13,5 hinab. Also da wird es schon interessanter, dann gegebenenfalls die Abwärtsseite zu handeln. Vielleicht nach einem kleinen Rutsch nach unten dann nochmal hier der Test, um dann eben weiter nach unten zu handeln. Das wäre eigentlich so die Abwärtsseite oder die Denkweise für die Abwärtsseite. Ich würde jetzt hier erstmal nicht so viel auf der Long-Seite handeln wollen, sondern tendenziell unter 13,30 die Abwärtsseite. Sollten wir allerdings dort wieder rübergehen, dann ist natürlich erneut es möglich, erstmal in den 1335er Bereich zu gehen. Das ist in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr starker Widerstand gewesen. Wir hatten das auch als sehr, sehr starke Unterstützung, wo wir dann immer von der Aufwärtsseite gekommen sind. Also primär der Lauf in 1335 denkbar, natürlich dann auch in den 40er Bereich. Ich wäre schon vorsichtig dazu geneigt, gegebenenfalls hier über 13,25, über 13,30 vorsichtig die Aufwärtsseite zu handeln. Idealerweise dann aber,
wenn der Markt hier, nachdem er rübergegangen ist, entsprechende Unterstützungsniveaus wieder testet, um dann gegebenenfalls hier die etwas konservativeren Einstiege dann entsprechend zu wählen. Erstmal in den 40er-Bereich, das ist erstmal das erste Ziel, beziehungsweise wenn der Markt dann wirklich hier drüber gehen sollte, über diese beiden Hochs, die ich hier markiert habe, wie gesagt, wie ich es hier auch eingezeichnet habe, dann wird natürlich hier die Aufwärtsseite etwas interessanter, idealerweise dann auch wieder der Test, um dann hier neue Hochs hier über diesen Hochs auszubauen und dass dann eben der Vorteil etwas klarer auf der Aufwärtsseite liegt. Also hier generell vorsichtig, es kann auch sein, dass wir weiter seitwärts tendieren, es kann sogar sein, dass wir eben von der Schwankungsamplitude etwas zurückgehen und uns hier in diesem Bereich auch um die Marke von 13,30 bewegen. Sollte man das merken, sollten auch die Trades, die man eingeht, in den entsprechenden Richtungen nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Das nenne ich dann immer negatives Feedback aus meinen Trades. Das bedeutet sofort, dass ich relativ zügig dann auch von der Aggressivität her, von den Trade-Frequenzen, also von der, dass ich eben Trades nacheinander eingehe, eben aggressiv zurückgehe, gegebenenfalls hier sogar gar nicht handle. Das ist eben, wie gesagt, in den letzten Wochen habe ich im Gold auch nicht so viel gemacht. Das ging teilweise mal so ein bisschen gut. Wir hatten dann eben ab und zu mal interessante Levels auf Daytrading-Basis gefunden, wo man mal eine von diesen Bewegungen, ob es auf der Aufwärtsseite war oder auch auf der Abwärtsseite, hier so ein bisschen mitnehmen konnte. Aber große Bewegungen, gerade im Swing-Trading-Bereich, ist es jetzt hier etwas schwierig, wirklich die Tendenzen klar festzulegen, um dann hier auch entsprechendes vernünftiges Potenzial zu entwickeln. Und ich bin mir sicher, es wird nicht mehr so lange dauern, dann wird auch die Situation im Gold hier wieder etwas klarer. Und wir werden hier auch wieder etwas klarere Setups formulieren können. Hier ist es wichtig, dass wir täglich draufschauen, gegebenenfalls dann die Setups auf Daytrading-Basis entwickeln. Schauen wir uns die Öle an. Auch die Öle prinzipiell sehr, sehr unsauber. Wir hatten zwar hier in den Ölen erstmal diese saubere Abwärtsbewegung, haben dann aber von diesen Tiefs wirklich relativ stark uns wieder erholt. Das war im WTI etwas klarer. Da sind wir wirklich bis in den Widerstandsbereich reingelaufen, wo ich gesagt habe, hier oben müssen wir schauen. Hier oben ist es denkbar, dass wir erstmal wieder zurücklaufen. Nachdem dann hier die ersten Bewegungen auf der Abwärtsseite kamen, hatte ich dann auch schon formuliert, dass hier eben wirklich die Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs dann hier eben wieder gebrochen wird. Die Abwärtsseite interessant wird. Wir hatten hier ein wichtiges Level in dem Bereich um die 60,50 markiert im WTI. Da hat der Markt dann wieder reagiert, ist wieder nach oben gegangen. Dann haben wir hier auch schon mal auf Daytrading-Basis nochmal so eine Schiebezone analysiert gehabt, wo ich gesagt habe, wenn wir nach unten wieder brechen, ist die Abwärtsseite wieder interessant. Also hier auch in den Ölen mehr auf Daytrading-Basis der Markt interessant als im Swing Trading, weil es ist halt wirklich schwierig, dann die interessanten Bereiche hier zu lokalisieren, wo der Markt dann eben entsprechend größere Bewegungen entwickelt. Ja? Also für die Öle in den kommenden Tagen und Wochen, da schauen wir uns erstmal nochmal das Brent Crude ein und ich zeichne das hier auch nochmal ein, was hier prinzipiell wichtig ist. Also wir hatten diese scharfe Abwärtsbewegung, die Aufwärtsbewegung hier im Brent nicht ganz so stark wie im WTI, dann wieder nach unten und haben jetzt hier wieder so eine leichte Erholung abwärts und befinden uns hier in so einer Schwankungsabwärts. Amplitude. Idealerweise würde ich jetzt hier den Markt, das zeichne ich nochmal in Orange und in, würde ich jetzt generell es interessant finden, wenn wir unter diese beiden Tiefs hier laufen. Das ist natürlich von dem aktuellen Preisniveau im 65,50er Bereich hinab bis auf 63,50 beziehungsweise sogar knapp darunter natürlich wieder ein ganzes Stück, aber wenn wir eben solch hin und her haben, dann ist es wie gesagt sehr, sehr schwierig. Man sollte auch hier etwas mit Vorsicht rangehen. Idealerweise rutschen wir hier in den Bereich wieder runter, testen diesen Bereich vielleicht nochmal, ich zeichne das nochmal mit Pfeilen ein, also laufen jetzt hier auf irgendeine Art und Weise wieder runter, gehen hier an den entsprechenden Unterstützung, kommen nicht mehr so weit zurück, gehen jetzt hier in den Bereich und dann könnte man hier so ein Breakout durch diese Tiefs mal antizipieren. Das würde ich gegebenenfalls mal versuchen, um dann hier den Rutsch in Richtung 61,60 erneut zu handeln, was denn die Bewegungstiefs dieser generell großen Abwärtsbewegung hier sind. Beziehungsweise, dass es dann von hier aus auch denkbar ist, dass wir weiter dann auch Richtung 60 und vielleicht sogar tiefer rutschen. Das wäre aktuell, aus aktueller Sicht noch interessant, weil wir dieses Hoch hier noch nicht überschritten haben. Sollten wir allerdings hier relativ zügig, selbst wenn wir nochmal leicht zurückkommen, dann aber hochsteigen über dieses Hoch hier, das zeichne ich mal orange ein, dann ist natürlich auch dieses Bild noch unsauberer. Ja? Was erstmal dazu führen könnte, sehr, sehr vorsichtig, dann über den Bereich, was ist das hier, 66, dann
dann sie wieder vorsichtig mal die Aufwärtsseite anzugehen. Aber wir bekommen hier 66,50 den nächsten Widerstand. Also es kann sogar sein, dass wir dann den Breakout finden in Richtung 66,50. Den Test nochmal dieses Breakouts, was sogar in diesem Fall dann auch nochmal etwas tiefer ausfallen kann. Das wären so diese zwei Bereiche, wo ich gegebenenfalls mal in Richtung Long vorsichtig handeln würde. Also der Test hier dieses Unterstützungsniveaus, was wir hier grau markiert haben, wo wir den Break nach unten gehandelt haben. Dieser Test dieser beiden Bereiche wäre dann vorsichtig denkbar, auf der Aufwärtsseite zu handeln. Wie gesagt, aus dem aktuellen Niveau jetzt direkt zu sagen, aufwärts, abwärts, etwas schwierig. Die Abwärtsseite natürlich umso weiter wir runterkommen, wenn wir zum Beispiel hier diesen ersten roten Fall vollziehen, uns dann nochmal leicht erholen hier in dieses Widerstandsniveau, dann könnte man natürlich auch diesen ersten Test dieses Widerstandes mit einer leichten Erholung dann hier auch auf der Abwärtsseite versuchen, was ich hier auch schon hellrot eingezeichnet habe. Aber wie gesagt, das hier in diesen Bereichen würde ich mit Vorsicht genießen. Etwas klarer wird das Bild, wenn wir hier im Brent unter 63,50 bzw. knapp drunter rutschen. Das hatte ich gesagt, dass man hier eventuell diesen Breakout hier antizipiert mal nach unten mit dem Bruch nach unten. Das könnte dann auch etwas schneller gehen, beziehungsweise abwarten, bis wir über dieses hochkommen, um dann gegebenenfalls hier vorsichtig mal in Richtung Long zu handeln. Ähnlich sieht das dann im WTI aus. Da ist das Bild ja prinzipiell nicht anders. Ja? Also wenn man jetzt hier mal hin und her switcht, ja, und hier guckt, dann ist auch dieses Hoch hier das markante Hoch, das letzte markante Hoch. Also da sollten wir idealerweise genauso drüber laufen, um hier eventuell die Long-Seite zu handeln, mit dem Ziel, dass wir vielleicht hier diese Bewegungshochs überschreiten, aber wir haben hier noch klarer als im Brent, da sind wir ja etwas tiefer, haben wir wirklich noch klarer dieses ganze Widerstandsniveau hier in dem Bereich 63 bis 63,50, was es schon dem Markt etwas erschweren sollte, hier wirklich sauber mit Dampf durchzugehen. Und das wollen wir ja sehen, wir wollen ja wirklich klare Bewegungen und nicht wirklich so schleppende Bewegungen, die nach oben gehen, sehr, sehr scharf korrigieren, denn wieder so ein bisschen nach oben gehen, dann wieder scharf korrigieren. Sowas ist natürlich sehr, sehr schwierig zu handeln und wenn man hier auf irgendeine Art und Weise einsteigt, dann ist man vielleicht kurzzeitig im Gewinn, wird dann aber Break-Even, manchmal mit kleinem Verlust, manchmal mit kleinem Profit wieder rausgeholt, aber das ist ja nicht das Ziel, was wir handeln wollen. Somit würde ich auch hier gucken, wenn wir nicht über diesen Widerstand hier in diesem, von diesem Hoch im Bereich von 63 Dollar drüber gehen, beziehungsweise sind wir hier im Schlusskurs auch an dem 62er Widerstandsniveau. Somit ist hier eben ebenfalls die Abwärtsseite erstmal aus aktueller Sicht auch interessant, würde allerdings auch hier abwarten, dass der Markt sich gegebenenfalls, wir hatten hier dieses Unterstützungsniveau mit der roten Linie im Bereich 60,50 knapp darüber, wenn wir hier eben in diesem Bereich erstmal wieder zurücklaufen, vielleicht hier nochmal ein bisschen Kraft finden, um dann ebenfalls nach unten durchzugehen und dann kommt hier das Unterstützungsniveau knapp über der 60er Marke, würde ich ebenfalls versuchen, das kann man in beiden Ölen dann, entweder man macht es zum Beispiel gleichzeitig, was auch immer so eine Herangehensweise von mir ist, wenn ich zwei Märkte habe, die prinzipiell ähnlich verlaufen, aber der eine Markt manchmal ein bisschen mehr auf der einen Seite pusht als der andere Markt, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, man packt die Hälfte der Positionsgröße hier ins WTI, weil die Märkte sollten dann beide in diesem ähnlichen Niveau sein hier. Oder ja, die eine Hälfte in diesen Markt, die andere Hälfte ins Brent Crude und guckt dann, dass vielleicht der eine Markt ein bisschen stärker auf der Abwärtsseite move, der andere vielleicht nicht ganz so. Das führt dazu, dass vielleicht der eine Markt wirklich schön in den Gewinn rutscht, der andere vielleicht Break-Even manchmal rausfliegt oder dann natürlich beide auch im Plus landen. Aber wenn man das eben dann auch noch diversifiziert sozusagen auf zwei Märkte, was in diesem Fall hier durchaus denkbar ist, Entschuldigung, dann würde ich das hier im Öl gegebenenfalls auf der Abwärtsseite auf diese Art und Weise machen. Das können wir dann auch täglich immer besprechen. Ich werde mir hier die Setups mal entsprechend hinlegen, drauf schauen. Wenn hier entsprechende Muster entstehen bzw. Möglichkeiten entstehen, dann werden wir in der täglichen Analyse am Morgen im DAX Long oder Short oder hier speziell fürs Öl natürlich auch am Nachmittag in der US Opening Bell mal schauen, ob die Öle entsprechende Formationen, wie wir sie denn sehen möchten, hier gegebenenfalls vollziehen, um dann idealerweise die Abwärtsseite zu handeln oder dann eben vorsichtig, aber da muss man dann wirklich situativ schauen, wie ergibt sich das, wie sieht das dann eben situativ aus, ja, um hier vielleicht dann auch vorsichtig mal auf der Long-Seite aktiv zu sein. Wir haben schon interessante Long-Bewegungen immer gehabt, also Stärke ist da schon teilweise da, aber wie gesagt, wir haben hier oben in dem Bereich, gerade im WTI, wirklich sehr, sehr viel hin und her schon gehabt. Das bedeutet, dass hier auch immer viel Widerstand ist und das führt dann oft zu solch Bewegungen, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Gucken wir dazu nochmal kurz ins Brent, weil da ist eben die Aufwärtsseite etwas interessanter. Wir haben dieses Hoch hier, dann kommt dieses Hoch, wo wir schon am WTI
zeige ich nochmal kurz, ja, wo wir dann relativ zügig hier in diesem Widerstandsbereich sind. Das ist dieses Hoch. Und da haben wir im Brent bis zu diesem Widerstand sogar über dem Hoch nochmal ein bisschen Luft. Also ist hier gegebenenfalls die Aufwärtsseite einzeln interessanter als im WTI. Also würde man hier die Aufwärtsseite nicht in beiden Märkten handeln, sondern nur im Brent gegebenenfalls. Die Abwärtsseite mit dem Bruch hier unten, mit dem Antizipieren dieses Durchbruchs dann gegebenenfalls in beiden Märkten diversifizieren sozusagen. Das soll es dann auch gewesen sein zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 11, also für den 12.3. bis 16.3. Ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich täglich zu den Marktbesprechungen im Livestream dann hören, oder ansonsten werde ich auch in der kommenden Woche dann diverse Swing-Trading-Ideen immer mal posten, die ich dann auch per Update betreuen werde, wenn sie dann eintreten. Wir gucken mal, dass wir hier einen vernünftigen Algorithmus finden, um das eben regelmäßig dann auch zu betreuen, wenn ich hier Ideen festgelegt habe. Ansonsten, wie gesagt, die täglichen Livestreams natürlich und nächstes Wochenende dann wieder die Trading-Wochenanalyse. In diesem Sinne, ich wünsche euch gute Trades. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.